Denn Gleichnisse, denkt nochmal dran, per Definition, sind eine praktische Illustration einer biblischen Wahrheit, die gerade gelehrt wird. Also muss ich mich auf der Suche nach der biblischen Wahrheit machen, um wirklich das Gleichnis, wenn es so schwer ist wie in diesem Fall, verstehen zu können. Es ist nicht das Ziel, den Elementen dieses Gleichnisses irgendeine Bedeutung zu geben. Das ist nicht das Ziel. Und das ist leider ein Klassiker. Das passiert ganz oft, dass Ausleger sich ein Gleichnis vornehmen und dann jedem Element dieses Gleichnisses irgendeine Bedeutung geben. Das kann im schlimmsten Fall wirklich fatal sein, ja, weil wir dann Dinge lehren, die der Herr niemals lehren wollte. Das Gleichnis, ich werde mal ein bisschen deutlicher und ich überziehe jetzt, ja, ihr müsst mich dann später auch im Kontext zitieren. Das Gleichnis enthält nicht die Wahrheit. Das Gleichnis ist eine Illustration für die Wahrheit. Versteht ihr? Deswegen ist es nicht unsere Aufgabe, jetzt diese drei Verse zu zerlegen, sondern wir müssen verstehen, was wollte der Herr Jesus illustrieren. Deswegen ist, wie so oft, der Kontext, der Kontext, der Kontext sehr entscheidend. Welche biblische Wahrheit soll gelehrt werden und mit Hilfe dieses Gleichnisses illustriert werden? Und das ist der Klassiker, dass, wie gesagt, der Kontext nicht beachtet wird, dass demzufolge die geistliche Wahrheit, die gerade gelehrt wird, und deswegen habe ich auch die Einleitung von Manuel benutzt, weil der Herr Jesus hat jetzt nicht das Thema gewechselt. Das, was er vorher gelehrt hat, illustriert er jetzt mit einem Gleichnis. Die geistliche Wahrheit muss rausgearbeitet werden. Und wie gesagt, ein klassischer Fehler ist, dass man jedem Detail in dem Gleichnis dann versucht, irgendeine Bedeutung zu geben. Nein, das Gleichnis ist ein Gleichnis für die Wahrheit, die vorher gelehrt wurde. Aber das Gleichnis selbst soll nicht buchstäblich zerlegt und ausgelegt werden. Ich werde gar nicht müde, euch das noch mehrmals während der Predigt zu sagen, weil ihr findet das Land auf, Land ab, gerade in konservativer christlicher Literatur, dass Ausleger gerade zur Höchstform auflaufen und diese Gleichnisse dann mit irgendwelchen, ich würde sagen, sehr kreativen Bedeutungen füllen und das Ganze gerät dann mehr zu einer Märchenstunde als zu einem Dienst am Wort Gottes. Ich gebe euch ein einfaches Beispiel. Ein ganz kurzes Gleichnis finden wir in Markus 13, Vers 33 und 34. Ihr könnt es gerne aufschlagen, Markus 13, 33 und 34. In Markus 13 heißt es, seht zu, das sind Jesu Worte, wie immer, seht zu, wacht, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit ist. Kontext ist nicht schwer, wenn man die Verse vorher liest. Der Jesus redet von seiner Wiederkunft, von seinem zweiten Kommen. Und er warnt seine Zuhörer und sagt, seht zu, wacht, denn ihr wisst nicht, wann diese Wiederkunft sein wird. Ist eine einfache Botschaft, oder? Wir sollen wachsam sein, wir sollen treu sein, wir sollen bei der Arbeit gefunden werden, weil wir wissen nicht, wann er kommt. Wir sollen nicht müßig gehen oder schläfrig sein, sondern wir sollen wachsam sein, denn der Herr kann jederzeit wiederkommen. Und Vers 34 kommt jetzt das Gleichnis zu dieser Wahrheit, die er in Vers 33 gelehrt hat. Wie ein Mensch, der außer Landes reiste, sein Haus verließ und seinen Knechten die Vollmacht gab, einem jeden sein Werk und dem Türhüter einschärfte, dass er wache. Das ist wirklich leicht zu verstehen, oder? Vers 33, die Botschaft, ich komme wieder, ihr wisst nicht wann, nur der Vater weiß die Stunde, deswegen bitte seid wachsam. Und jetzt in Vers 34, das Gleichnis dazu. Da gibt es Wachleute, die müssen auch wachen, weil sie nicht wissen, wann der Feind kommt. Oder da gibt es Arbeiter, die müssen auch wachsam sein, weil sie nicht wissen, wann ihr Chef um die Ecke kommt. Das ist ein Gleichnis, okay? Jetzt könnte ich, bei dem einfachen Beispiel wird das sehr deutlich, jetzt könnte ich hingehen und könnte mir zu allem Möglichen hier in diesem Gleichnis noch irgendwas ausdenken. Ja, ich könnte zum Beispiel sagen, das Haus, wo sie wachen sollen, das ist die Gemeinde. Das ist gar nicht die Botschaft. Der Herr Jesus lehrt gar nicht gerade über die Gemeinde. Weil ich könnte dann zu dem Trugschluss kommen, da steht ja, der Herr verlässt das Haus. Der Herr hat die Gemeinde verlassen. Wirklich? Nein. Der Herr hat die Gemeinde nicht verlassen. Der Herr lebt in seiner Gemeinde. Er lebt sogar in dir, der du den Leib Gottes hier auf der Erde, den Leib Jesu hier auf der Erde bildest. Das ist Unsinn, wenn ich jetzt das Gleichnis nehme und versuche, das Gleichnis buchstäblich auszulegen. Oder ich könnte einen Unterschied machen zwischen den Arbeitern und den Wachleuten. Da werden noch Arbeiter genannt im Vers 34 und Wachleute.
Ah, da gibt es also in der Gemeinde Leute, die müssen arbeiten und die anderen, sie sind nur dazu da, zu warten, wann der Herr Jesus kommt. Das ist Unsinn. Das versteht ihr auch sofort, dass es Unsinn ist. Aber an anderer Stelle kaufen wir den Auslegern diesen Unsinn ab. Da werden Gleichnisse zerlegt und zu jedem wird irgendeine Bedeutung reingefügt. Und das ist Unsinn. Das Gleichnis ist ein Gleichnis für die Wahrheit, die an der Stelle gelehrt wird. Deswegen bitte nicht das Gleichnis auslegen, sondern die Wahrheit auslegen. Und das Gleichnis ist ein Bild für diese Wahrheit.